Liebe Freunde, hier ist euer Steinwein. Wir sind zurück in Schottland. Und die große Frage ist, hat David der Dritte den Schlag bei den Frauen verloren? Früher fiel ihm das doch gewissermaßen in den Schoß, wenn ihr euch an seine Geliebten, seine zahlreichen, seine beiden, aber immerhin mehr als die meisten anderen schottischen Könige erinnert. Und jetzt beißt er sich die Zähne aus, zumindest an der Dame, die er jetzt verführen will. Tja, mal abwarten, wie es weiterläuft. Wir schauen erstmal unsere Armee hinterher. Die Flotte habe ich noch vergessen, die sollten wir wieder auflösen. Dazu fahren wir sie in heimatliche Gefilde. Und dann habe ich eine Sache noch in Erinnerung. Wir haben ja hier noch eine Schwester, mit der wir uns ja schon lange versöhnt haben. Maria von Schottland. Und die, glaube ich, jetzt bereit ist, wieder zurück an den Hof zu kommen. Mit 59, weil sie ihren Lehnsherr irgendwie so ein Baron von Ross, den überhaupt nicht mag, dann holen wir sie zurück an den Hof. Ich denke, das ist sehr in Ordnung. Gut, und dann wollen wir sehen, was hier passiert. Vielleicht nicht allzu schnell. Mal gucken. Also hier die 25.000, auf die haben wir es abgesehen. So, Maria ist erstmal am Hof angekommen. Die Einladung nimmt sie an. Sehr schön. Und Jill Patrick hat eine Baronie geerbt. Das ist nicht ganz so wichtig. Jetzt, wo sie da ist, könnten wir ihr doch auch jetzt nochmal die Erziehung unserer Töchter anvertrauen. Kind ausbilden. Nehmen wir da Beatrice und die schicken wir zu Maria. Ich weiß gar nicht, ob wir da ein bisschen warten müssen, ehe sie das bestätigt oder ob wir gleich die nächste hinterher schicken können. Naja, so. Aber wir geben offenbar noch nicht auf. Oder David gibt doch nicht auf. Carlotte ist noch immer in seinem Kopf. Carlotte hat auf den Brief, den ich auf ihrem Kopfkissen hinterließ, nicht geantwortet. Naja, versuchen wir es weiter. Versuchen wir es weiter. Hier haben wir eine kleine Schlacht geschlagen und beginnen jetzt Prag zu erobern. Maisie möchte einen Anspruch aufs Herzogtum Murray haben. Okay, da beobachten wir mal. Aber das ist, glaube ich, schon erledigt, weil wir den Brief geschickt haben. Oh, verdammt. Carlotta hat jetzt endgültig die Beziehung zu uns abgebrochen. Beziehung in Anführungsstrichen. Es war eher eine Nicht-Beziehung. Wir sollen uns fernhalten. Ihre Meinung sinkt und wir können sie, glaube ich, 5 Jahre oder 4 Jahre nicht weiter verführen. Das ist natürlich echt frustrierend. So, aber hier, das ist zumindest ein erfolgreiche Nachricht von Abt Michael. Er hat eine Provinz konvertiert. Das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Wir müssen ihn dann vielleicht woanders hinschicken. Ja. Sehr gut gemacht. Sehr gut. Also unsere Berater erledigen ihre Sache im Moment hervorragend. Nubien war das, glaube ich, ne? Wo er noch hingehen konnte. Ja. Nubien. Da sind sie immer noch teilweise miaphysitisch. Gut, dann wollte ich nicht vergessen, dass wir der Maria noch ein weiteres Kind in Obhut geben können, nämlich Beatrice. Also Beatrice oder Beatrice und Beatrice. So würde ich sie jetzt mal bezeichnen. Beide von unserer Geliebten, unserer spanischen Geliebten. Das waren noch Zeiten, als die Frauen auf uns flogen. Aber er will natürlich nicht aufgeben. Er muss sich hier die aus dem Kopf schlagen, die von Weimar, aber er hat Gefallen an einer anderen Dame im Reich gefunden. Eine Frau, über die geredet wird, über die getuschelt wird, die möglicherweise wirklich interessant ist, nämlich hier. Die Herzogin oder die Frau des Herzogs von Albany, die Herzogin Titi von Albany, von niedriger Geburt, ägyptisch, also der haftet der Reiz des Exotischen an. Sie selbst ist schon 41, aber ihr seht, eine gut aussehende Frau. Und vor allem, glaube ich, ja, ist sie mit Geheimnissen umrankt, weil Talor ja der Verhexte ist, muggelt man, dass sie irgendwie eine Hexe sei. Und das macht sie natürlich auch attraktiv, attraktiv für David. Deswegen versucht er, sie zu verführen. Nächster Versuch. Aber sicher. Okay, ansonsten, ach so, unsere Schiffe habe ich schon wieder vergessen. Die lösen wir jetzt endlich mal auf. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? Oh, trotzdem immer noch minus 89. Ja, so wird es sein. Die nächste Jagd beginnt. Ja,
Die Söldner sind offenbar ziemlich, ziemlich teuer. Und der Kaiser ist offenbar noch nicht gewillt, hier anzugreifen. Wir machen das nicht. Wir werden hier nicht den Sturm führen. Wir belagern lieber Prag. Das ist genauso gut. Wir haben im Moment nichts zu tun, außer Liebesgaben zu schicken. Ich satte Titi eine schöne Halskette und schmückte ihren Raum mit Wildblumen. Heute fand ich mein Bett mit welken Blüten bedeckt vor und ein rostiger Nagel begrüßte mich auf meinem Kopfkissen. Wow, das ist ja heiß. Sie ist kratzbürstig. Ich liebe Herausforderungen. Genau. Der nächste Zug. So, hier wurde eine Baronie geerbt. Nichts Besonderes. Herzog Kentigern möchte einen Anspruch auf das Herzogtum Transjordanien. Mal gucken, ob der Brief was bringt. Ja. Noch hat er nicht reagiert. Ja, jetzt hat er es in Betracht gezogen. Dann hat er das sein gelassen. Gut, Feldzug der Gerüchte. Jedenfalls dachte ich das, doch Herzogin Titi hat auf meine Nachricht nicht reagiert. Die ist genauso widerspenstig. Was ist hier los mit den Frauen im Reich? Ist der König so hässlich? Aber Macht hat er doch. Die diplomatische Lehrzeit von Klein Gonzalo ist abgeschlossen. Es scheint, er hat die grundlegenden Kenntnisse erworben. So sieht er jetzt aus. Ein Morebe, der kastilischer Kultur ist. Auch aus dieser Linie mit Estefania, unserer Geliebten. Und wir haben ihn ja auch anerkannt. Insofern sollten wir uns auch um ihn kümmern. Er ist zufrieden, hinterlistig und zornig. Und klar, wir sollten auch überlegen, mit wem wir ihn verheiraten. Ein hinterlistiger Schurke ist er. Also nicht ganz so talentiert, aber okay. Ich denke mal, wir werden ihn erstmal noch landlos lassen, bis wir eine Frau für ihn gesucht haben. So, Herzog Hector hat eine Grafschaft übernommen. Aha, per Krieg offenbar. Gut, wir ziehen mal einfach unsere Belagerung von Prag weiter durch und schreiben weiter Liebesbriefe. Ich habe dafür gesorgt, dass Titi auf dem Kopfkissen einen parfümierten Liebesbrief findet. Ich glaube, es funktioniert, denn auch auf meinem Kopfkissen habe ich einen Brief gefunden, in dem Titi ihre Zuneigung bekundet. Hervorragend. Lasst uns den Einsatz erhöhen. Vielleicht wird es jetzt was. Sehr schön. Und es geht weiter. Herzogin Titi hat meine Nachricht wohl erhalten. Der nächste Liebesbrief. Denn heute fand ich eine Haarlocke mit ihrem persönlichen Siegel in meinen Gemächern. Ha! Sie soll mein sein. Das wird offenbar ernster. Ein bisschen ernster als beim letzten Mal. Aber was ist hier los? Die wollen sich alle gegenseitig töten hier. Und wir haben wieder einen Mitternachtsimbiss. Und wieder, glaube ich, gehen wir gleich zur Sache. Wir werden ihr etwas Unzüchtiges ins Ohr flüstern. Titi ist mit Sicherheit auch erfahren in dieser Hinsicht. Aber nein, sie stottert und verschwindet. Oh Gott, dann müssen wir den nächsten Versuch starten. Und auch Titi bricht die Verbindung ab. Was ist denn hier los? Das kann doch nicht wahr sein. Die zweite Frau in Folge, die uns abblitzen lässt. Ich glaube, das kratzt so ein bisschen an seinem Selbstbewusstsein. So, Herzog Edwin von Ascalon hat mir Beweise zukommen lassen, dass Abt Michael, unser Arzt, mich übel verleumdet hat. Was soll ich mit dieser Information anfangen? Nee, das glauben wir nicht. Das glauben wir nicht. Und zu unserem Arzt haben wir höchstes Vertrauen. Der ist derjenige, der uns so erfolgreich behandelt hat. Das soll er mal schön für sich behalten. Im Gegenteil. Das macht uns eher skeptisch, was unseren Spion betrifft. So, und Patrick hat eine Baronie geerbt. Okay. Alles andere wird, glaube ich, durch unser Schreiben erledigt. Und was haben wir hier? König Roger von England ist gestorben bei einem verdächtigen Unfall im Alter von 31. Und das bedeutet, dass unsere Tochter, die Königin mit Mutter Fiona, so heißt sie jetzt, dass die jetzt allein dort ist. Allerdings hat sie Kinder. Und einer dieser Enkel, König Michael, ist jetzt gewissermaßen auserkoren, König zu werden. Es regiert natürlich eine Regentschaft. Ich vermute mal, dass
Königin Mutter Fiona dort bleiben will. Wir laden sie einfach mal ein. Oh nein, man sieht es ganz deutlich. Sie liebt ihren Sohn und will ihn jetzt unterstützen in dieser Situation. Alles klar. Dann geht's mal weiter. Vor allem hoffen wir, dass dieser elende Krieg hier endlich vorbei ist. Was machen unsere Finanzen? Minus 82 durch die Söldner. Aber wir wollen hier dem Kaiser wirklich auch helfen. Der selbst hier auch fleißig weiter belagert. 65, 72 Kriegsstand jetzt schon. So, und unser Kanzler ist hier. Ich habe versucht, Baron Callum von Dingwall klarzumachen, was für ein friedlicher Herrscher ihr seid. Aber leider sind meine Taten und meine Worte in Verruf gebracht worden. Ich fürchte, dass der Besuch euch am Ende eher geschadet hat. Mhm. Naja. Dann ist es so. So, die Ställe wurden in Allen gebaut. Das war schon vor einiger Zeit geschehen. Das Erbe einer Baronie. Und unsere Belagerung läuft weiter. Oh, inzwischen ist die Reichsarmee abgezogen. Wo ist sie denn hin? Da habe ich gar nicht aufgepasst. Verstehe ich nicht. Haben die die Truppen entlassen? Stehen wir jetzt alleine da gegen den Gegner? Hm. Das finde ich jetzt wirklich merkwürdig. Ich meinte 16.600 gegen 16.200. Das ist schon okay. Ein berühmter bezüglich diplomatischer Protokolle sehr versierter Herold ist an unserem Hof eingetroffen. Er bietet uns seinen Dienst an. Unser Kammerherr meint, wir könnten diesen Mann gut gebrauchen. Matthew. Ja, wer weiß, wozu? Wir holen ihn an den Hof. Es kann ja nicht wirklich schaden. Wo ist denn das große Reichsheer? So. Der Kanzler, die Mission 5 ist bislang ein Erfolg. Okay, Talore der Verhexe ist jetzt aber eindeutig auf unserer Seite, wenn er jetzt schon wieder die Meinung erhöht hat. Dann schauen wir uns mal kurz an, wie es bei den Fraktionen aussieht, wo wir vielleicht noch was tun könnten. Der Fürst von Damietta ist so ein bisschen widerspenstig. Aber auch keine wirklich große Gefahr. Aber dennoch. Erbteilung in der Bretagne. Was interessiert ihn das denn? Hier. Okay, dann schicken wir unseren Kanzler jetzt dorthin. Soll er dort erstmal tätig werden? Ich hoffe, der steht jetzt richtig, nicht, dass ich die falsche Provinz gewählt habe. So, in Karlstein, da sind die Belagerten gestorben. Das ist hervorragend. Reiche Kaufleute wollen sich Adelstitel erkaufen. Die Barone protestieren, dass die Titel nicht käuflich seien. Einfache Kaufmänner sollten nicht in die Nobilität aufsteigen dürfen, nur weil sie wohlhabend sind. Tja, das ist so eine Sache, ne? Er ist gierig. Er ist aber auch stolz, das betrifft mit Sicherheit auch seinen Stand, aber ich denke mal, die Gier wird in diesem Falle, die wird in diesem Falle vorgehen. Also, solange ich das Geld bekomme, ist mir das gleich. Baron Robert findet das gar nicht gut, aber er zieht es durch. Karlstein ist erobert worden. So, jetzt sieht es aus, 89% Kriegsstand. Oh, wir haben einige gefangen genommen, auch Damen sind dabei. Ganz viele Damen, sogar unglaublich. Gertrude von Weimar und so weiter. Ist ja nicht zu glauben. Jetzt ist die Frage, wollen wir jetzt diese Schlacht beginnen? Um den Kriegsstand jetzt endlich mal auf 100% zu bekommen, haben wir alles hier durch. Ja, wir könnten hier noch eine Stadt weiter belagern. Ach so, wir sind ja auch bei 100%. Ja, dann ist es jetzt klar. So, der Herzog von Albany möchte in Anspruch auf das Herzogtum Westebrien, glaube ich. Aber er wird sicher unser Angebot akzeptieren. Wir müssen hier niemanden einkerkern, wenn wir das auch anders lösen können. Ich würde mal sagen, wir ziehen jetzt in diese Provinz und dann greifen wir an, um jetzt hier endlich klar Schiff zu machen. Wir sind deutlich überlegen. Das sollte möglich sein. Wir haben auch die besten Anführer. Ja, da kann der Gegner gar nichts entgegensetzen.
Vermute ich zumindest. Warten wir die Schlacht auf jeden Fall nochmal ab. So, sehr schön. 100% ist erreicht worden. Durch unseren Sieg hier am Ende. Jetzt muss der Kaiser das nur noch umsetzen. Sehr, sehr, sehr gut. Okay, hier ist eine Baronie geerbt worden. Und wir haben einen neuen Herzog von Damietta. Das heißt, unser Kanzler, ich weiß gar nicht, ob er da überhaupt jetzt hin muss. Er ist allerdings ein mächtiger Mann. Ein guter Kanzler, ein guter Marschall würde er auch abgeben. Aber als Kanzler ist Kilpatrick erstmal gesetzt. Der Marschall ist verdammt gut. Den lassen wir. Wir könnten ihn als Berater noch einsetzen. Da ist im Moment Kentigern ein Verwandter. Ich glaube, dann muss er einfach mal ohne einen Titel auskommen. Hilft nichts. So, das ist erstmal vorbei. Und ich denke, mit dieser kleinen Kiste hier, mit diesen Schweden, da wird doch der Kaiser jetzt wirklich selber damit fertig, oder? Ich meine, hier sind 12.000 Mann. Das könnte ein bisschen nervös machen. Wollen wir da noch hinmarschieren? Na los. Versuchen wir den Angriff. So, ein Bergfried wurde gebaut. Prima. Und was ich nicht vergessen darf, hier gibt es noch einen Kindheitsschwerpunkt. So, und hier ist ja diese Übersicht neu. Da sieht man auf einen Blick, was ich anbieten würde. Und ich denke mal, diplomatische Ausbildung werden wir hier wählen. So, ich habe Herzog Arthur von Münster und Maria Morebe einander vorgestellt und hoffte, sie würden sich gut verstehen. Aber Maria hat kein Interesse daran, es wenigstens zu versuchen. Ja, das ist unser von Münster. Das ist unser Freund. Ich glaube, deswegen hat er das getan. Aber leider können die überhaupt nicht gut miteinander auskommen. Was bedauerlich ist. Okay, hier findet gerade sogar schon eine Schlacht statt. Was haben wir hier vor? Arthur von Allodien hat... Achso, das ist nur eine Baronie, die er geerbt hat. Das ist nichts Besonderes. So, hier haben wir ein bisschen mitgemischt. Und hier sind 10.000 Mann. Die können wir jetzt auch noch schlagen. Und dann sollte der Krieg eigentlich zu Ende sein. Und der Kaiser gewonnen haben. Wird aber höchste Zeit. Wie? Jetzt? Ha! Wir haben... wir hatten uns doch... Carlotte kommt jetzt zu uns an. Seht ihr? Man muss nur Geduld haben. Nur Geduld haben und dann kein Interesse mehr zeigen. Das kommt an, auf jeden Fall. Also bezirzen. Wir werden zu Carlottes Kammer gehen. Wer hätte das gedacht, dass wir nochmal einen zweiten Versuch bekommen. Marschall Gotthard. Das ist doch... Ja, das ist Carlottes Mann. Ich lache mich tot. Erzählte mir von seinen Ideen. Ich begriff eigentlich nicht, über was er redete, aber er war unerschütterlich glaubens daran, dass dies unser Militär verbessern würde. Ja, ich würde mal sagen, wir werden das in jedem Fall übernehmen und ihn immer beschwichtigen. Wir hören wirklich nicht hin, weil wir sind allein an seiner Frau interessiert und stimmen allem zu, was er da so erzählt. So, ich besuchte das Gemach von Carlotte und wir trieben es ordentlich. Hervorragend! Wir haben es geschafft. Und zwar ohne eigene Verführung. Also irgendwie klappt das doch immer auf dem anderen Weg. Gonzalo möchte Paul töten. Und das konnten wir, glaube ich, abbiegen. So, eine nächste Schlacht. Bürgermeister gefangen genommen. Wir haben wohl einige Gefangene jetzt. In Jerusalem gibt es ein Erbe. Ja. Mehr ist jetzt eigentlich nicht zu tun. Außer, oh, wir haben hier, glaube ich, sind die geflohen oder hatten wir die Schlacht verpeilt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall geht es jetzt dort auch bergauf. Also ich denke,
Demnächst müsste die Sache beendet sein, aber was ist denn das eigentlich noch für ein Krieg? In den sind wir gar nicht gerufen worden. Da muss es noch einen weiteren Krieg geben. Ja, hier. Verteidigt gegen Dietrich dem Weisen im Krieg, um Kaiser Luitpold den Boshaften zu entmachten. Ist unser Freund Luitpold etwa als der Boshafte verschrien? Nein, so wirklich unser Freund ist er nicht, aber so ein bisschen. Okay. Der Böshafte. Mal schauen, wie sie sich weiter schlagen werden. Boah, unsere Monatsbilanz sinkt weiter. Ich denke, jetzt... Belagerung 27%. Ich denke, jetzt ist wirklich der Moment gekommen, wo wir unsere Söldner entlassen können. Die müssen wir jetzt hier nicht mitschleppen. Wir werden... Nee, wir können sie nicht abspalten. Wir können sie einfach gleich nach Hause schicken. Das machen wir. Und damit sollte unsere Einnahmensituation sich eigentlich wieder beruhigen. Ja, von minus 70 auf plus 60 gefallen. Okay, Leute, dann an dieser Stelle eine Pause. Ja, wir haben immerhin die nächste Geliebte, aber natürlich für einen richtigen Verführer und Frauenheld genügt das nicht. Er wird weitermachen. Bis dann, macht's gut, euer Steinballen.